so schnell, weißt du? Ich verstehe, dass ich das... effizient. Was? Du warst ja die Insekten. Nö. Dass du dich über meine Füße nicht... Stell sie auf. So schnell an dir. Ja, ich blende das immer ein bisschen aus, was da bei euch abgeht. Das ist cool. Die Zuschauer auch. Hoffentlich. Hoffentlich. Wann kommt diese Figur auf? Super. Hey, hey. Ist das der Kodelkan oder nicht? Der Junge. Ah ne, das ist ja. Ach. Ich bin jetzt auch langsam verwirrt. Wie kannst du denn da verwirrt sein? Diesen eindeutigen Kodel. Dings. Das ist grausam. Viele bekämpften uns nicht. Es sind Kinder. Du vergisst, dass sie sich früher Melinas Rebellion gegen mich angeschlossen haben. Das sind nicht dieselben Takatana-Kotel. Oh nein, jetzt gibt's einen Kampf zwischen den beiden. Wer spiele ich? Links oder rechts? Mir an die Dame. Ja. Glaube ich, bei dir muss ich jetzt... Ich wollte aber den rechts. Dann musst du verlieren. Wenn den mehr mag. Boah, das ist geil. Mach du das? Das ist Fiesen, oder? Gibt doch sicher irgendein Skin, wo das Schwert eine Säge ist, oder? Damit das noch fieser kommt. Jetzt würde man so ein Brötchen aufschneiden. Mann. Cool, oh mein Gott. Ah. Yeah! Das ist gar nicht schlecht, weil jetzt hast du deinen Superangriff für die nächste Runde noch. Gute Sache. Ja, sofern du so weit runter gehst. Im Hintergrund chillen die da am Lagerfeuer. Der schmaust da schön Oberschenkel. Tja, unsere Kinder werden gleich von denen da geköpft, aber... Immer mit der Ruhe. Das macht dieses Hähnchen auch nicht schlechter. Der Move ist richtig cool, wie geht der denn? Wie keine Ahnung, ich habe immer zufällig. Zufällig. Danach zu schließen, was da über dem Feuer hängt, essen die, glaube ich, auch kein Hähnchen. Ja, aber Menschenfleisch soll ja wie Hühnchen schmecken. Hab ich mir sagen lassen. Und probiert. Moment, das war ein Geständnis. Das ist doch nicht verjährt. Wie er da rumsteht. Was glaubst du, welcher Teil von Menschen am Appetit ist? Hätten wir das geklärt, oder? Wo ist wahrscheinlich eine gute Antwort. Würde ich akzeptieren. Aber dafür kannst du jetzt hier deinen Super-Duper. Super-Special. War es nicht so, dass Hannibal Lecter in dem Film immer gesagt hat, dass es die Wangen sind? Das kann sein. Und wenn der das sagt, wird das stimmt. Hannibal Lecter sagt cool. Wangen. Dein Herz ist kalt geworden, Kotel. Kaltes Herz. Das ist eigentlich so ein Spruch, den müsste man Sub-Zero reindrücken. Danke, danke. Lang dran gearbeitet an diesem Spitzen-Gag. Das will ja auch was sagen. Ich bin dran. Du bist als nächstes dran, ja. Moment, nutze den Moment kurz, wo du wechselst. Lass dann kurz auf in dem Menü. Eigentlich verbindet sich es auch gerade nicht. Dann ist ja alles gut. Ach, scheiße. Der Tod der Götterältesten ist deine Schuld. So, einen Moment. Kamera aus. Ach, nicht schlimm. Deine Taten haben Kronikas goldenes Gleichgewicht von Licht und Dunkel unwiderruflich verändert. Shinnoks Enthauptung hat es besiegt. So schöne Augen. Ist der Inbegriff der Tugend. Du solltest das Böse bekämpfen. Ich befolge den Willen meiner Mutter. Chronika hat dich hervorgebracht. Wie auch meinen Bruder, Shinnok. Das Dunkel zu meinem Licht. Die Natur verlangt einen Ausgleich.
Gleichgewicht ist Perfektion. Du bist aus deiner Rolle gefallen und hast dieses Gleichgewicht unmöglich gemacht. Deshalb gibt es in der neuen Ära keinen Platz für dich. Du wirst nicht obsiegen. Kotal Kahn wurde gefangen genommen. Die vereinten Kräfte der Außenwelt und des Unterreichs werden deine Truppen. Es ist dasselbe wie sie, nur es klingt viel epischer. Meine Mutter ihr Werk vollendet. Oder altertümlicher, je nachdem. Ich unterschätze die Kämpfe des Erdenreichs bloß nicht. Du warst zu Recht angetan von diesen Sterblichen. Sie waren gute Seelen. Ne? Genau, ne? Ah! Ach so, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mann, diese Arme sind ein echtes Upgrade. Sehe ich, Armec, das nächste Mal wird abgerechnet. Oh, das habe ich schon erledigt. Mein zukünftiges Ich haut damit sicher ordentlich auf die Kacke. Cassie hat dir erzählt, dass dein zukünftiges Ich ein Wiedergänger war, ja? Klang furchtbar, Shinnoks Marionette zu sein. Aber sie sagt, ich komme da raus. Die Erfahrung hat Dad verfolgt. Aber dann hast du Mom kennengelernt. Sie holte dich zurück ins Leben. Die Liebe einer guten Frau. Das klingt gut. Sie bedeutet, die Stimme ist irgendwie zu tief für ihn, oder? Ja, sie ist letztes Jahr gestorben. Seit ihrem Tod ist Dad auf der Farm. Dort fühlt er sich sicher. So wie mein Hund damals. Alle kommen sie auf eine Farm. So greifst du auf eingehende Meldungen zu. Wische hier, um sie mit Älteren abzugleichen. Die Software findet die Deltas heraus. Das nenne ich Fortschritt. Sie ist hier die 80er-Jahre-Version, oder was? Mit dem Stirnband. Er ist absolut auch die 80er-Jahre-Version. Bei ihm ist es noch offensichtlicher. Bei keinem ist es offensichtlich wie bei ihm, würde ich behaupten. Prinzessin da drüben? Oh Gott. Ich hatte schon immer ein Faible für Blondinen. Schon seit Susi. Ach, da sind sie noch nicht verheiratet. Cool. Du hast nicht viel verpasst. Das kannst du mir glauben. Die Frau dort drüben, sie ist die einzig wahre. Oh. Bin ja nicht blind, Bruder. Als jüngeres Du schwöre ich, ich leg sie bei der ersten Gelegenheit flach. Ist das dumm? Was? Das ist Schicksal. Erster Kampf Johnny Cage gegen Johnny Cage. Typischer Johnny. Dein Vater ist. Sie machen es auch gerne. Sie machen es wirklich gerne trashig, oder? Ja, ja, natürlich. Sie machen es sehr gerne trashig. Er ist erwachsen. Ich glaube, du hast auf ihn abgefärbt. Ich habe immer zu euch beiden aufgesehen. Mein Dad, dein Großvater, war mein Held. Er nannte mich kleiner Kampfkürbis. Kürbis? Ja. Kleiner Kampfkürbis. Wassermelo. Kleiner Kampfwassermelo. Wir sollten weitermachen. Darf ich denn jetzt mit dem Kampfkürbis spielen, oder was? Verifizierung erforderlich. Verifiziert. General Sonya Blade. General Blade? Dad wäre stolz. Krieg dich ein, älteres Ich. Ich bin ein Star. Das. Mach mal ein bisschen Heizung an. Heizung? Halt hoch! Kein Filmset. Ich bin der beste Kämpfer hier. Aber keine Ahnung, habe ich hier schon. Hier ist noch Reifen. Heizung! Das hast du nicht mitgekriegt, wer hier seine Brille von. Nein, ich habe den Rest davon gesehen. Du hast gesehen, oder? Ja, ja, ja. Ich habe geklatscht. Ich konnte den Rest davon mitkriegen. Und Hollywood hat uns zu einem noch größeren gemacht. Mensch. Cool. Das ah, hat ja noch eine. Nice. Na sicher. Oh. Nice six packs. Fight. Ja, mich aus. Kann man schon schwach werden. Hä? Nichts? Ah, nichts? Ich will erwachsen. Hey.
Hey, Johnny Cage kennst dich aber aus, oder? Super. Wieso ist beide Johnny Cage? Doch, Bruder? Nein, das ist aus der Vergangenheit. Hast du überhaupt nicht aufgepasst? Ach komm, wirklich? Hast du es nicht verstanden? Nein, gar nicht. Das ist einer Vergangenheit, einer aus Zukunft. Ah, verstanden. Wieso sieht es ganz anders aus? Weil er früher ein Arschloch war. Verstehe ich. Das ist so. Das hat er gerade gesehen, wen er in 20 Jahren heiraten wird, weißt du? Mann, muss man aufpassen. Ah! Damit das vielleicht. Ja, ich merke schon. Verstehst wieder nur, was du verstehen willst. Jetzt macht alles Sinn. Schwach geworden. Zeig dir kein Text. Vielleicht nur eins jetzt. Ne, ist immer noch stark, jetzt ist nicht mehr so ein Poser. Ah, zeig ihr nicht. Ja, ist nicht mehr so eine Schlampe in seinem Zeige. Schlampe. Au! Wieder verprügeln. Nico, das Ziel war gar nicht. Das wäre fällt. Oh mein Gott! Ach, du nice. Lieber. Das war nochmal knapp. Nein. Guck mal, du hast eine Sonnenbrille als Belohnung bekommen. Nice, die wird direkt aufgezogen. Alter Mann, hat dir den Arsch versucht. Verzeihung. Bin übrigens auch immer ein großer Fan von deinem Avatar, Mr. Satan. Dankeschön. Gute Wahl. Ich denke, das sieht man auch gar nicht beim Aufzeichnen, oder? Kann ich rausmachen. Will magst. Ich dachte nur, das würde mir automatisch von der PlayStation dann gesperrt oder so. Sobald man dann die Kontaktinformationen reingeht. Account-Informationen. Das könnte sein. Ja gut, da steht ja halt nur dein Name als Kürzel und ein Avatar. Kann ja noch niemand was mit anfangen. Ja, easy. Alles klar. Weniger Arbeit im Schnitt. Da freust du dich immer, ne? Natürlich. Was hat sie gesehen? Du hast mich zurückgelassen? Wie bitte? Meine letzte Mission. Du hast... Ach, stimmt. Mist. Unter den Steinen vergraben, da in diesem Schloss gelassen. Ja, genau. In der Unterwelt. Um die Kompanie zu retten. Das war mein Befehl. Also sie ist die Mutter aus der Vergangenheit, aber sie ist die Tochter aus der Zukunft. Ja. Die Mutter aus der Zukunft ist ja gestorben, weil so viele Steine. Und sie hatten ja nur noch, ich erinnere mich, 20, 30 Minuten, bis das alles untergegangen ist. Und zwar mindestens 10 Steine, die man hätte wegtragen müssen. Mindestens. Und es war zufällig leider kein überproportional kräftiger Kampfsportler dabei, der das hätte managen können. Ich erinnere mich an die Problematik. Gesicht hat rausgeschaut. Ich glaube, das war nur die Kamera quasi so gemacht. Das ist quasi, also das Gesicht hat nicht wirklich rausgeschaut. Das wäre lustig. Es sah aber so aus. Ja. So eine Kapuze. Yeah. Ne, Aaron Black, so hieß der nämlich. Zack, hab ich's wieder im Kopf. Hauptsache, man noch jemanden jobs. Die Jungs, die verstehen nicht. die kämpfen nicht. Vergangenheit und Zukunft. Lol, ich schub's auch gern Leute. Wie sie zeigt. Super Schnitt. Auch kein Wort gesagt oder so, nur auf diese Tür gezeigt und alle wissen, was zu tun ist. Guck da, sonst verstehst du wieder nichts. Gewinnst du? Ja. Gestern wollte ich oben den Casablanca gucken, haben wir gesehen. Ausgerechnet das Ende, was er so berühmt ist, da ist sie dann eingeschlafen. Die ersten langweiligen 60 Minuten hat es aber noch gesehen. Super. Ein guter Film. Dafür, dass er so alt ist, wirklich auch gut. Ja, also auf jeden Fall das Ende ist top. Hat einfach ein gutes Training. Passiert. Oh mein Gott, nein. Jetzt wieder sauer. Ja. Wegen ihm gehen wir noch drauf. Wie kann denn jemand wirklich so eine 180-Grad-Wendung in seiner Persönlichkeit machen, so wie er?
Also das ist halt wirklich so ein vollkommen anderer Mensch hier. Was ist denn passiert? Tja, das finden wir wahrscheinlich noch raus. Wenn was ganz Dramatisches. Bestimmt. Ich sagte. Also man erträgt immer noch einen Gürtel, auf dem riesengroß sein Name steht. Also. Eine ältere Version arbeitet für Kotal Kahn, er ist einer der Guten. Wenn ich mich entscheiden muss, wähle ich die Sieger. Und zwar immer. Immer. Ist er so ein Arsch? Fight! Johnny, so einer, steuert sich sehr angenehm einfach, weißt du? Ich merke, dass es einer so der Hauptcharakter ist. Steuert sich wie. Wie. Ein Hauptcharakter. Wie, danke, danke. Das ist ein Wort, habe ich gesehen. Ich wollte einen guten Vergleich machen, mir ist gerade eingefallen. Wie ein Super Mario in Smash Bros. So. Smash Bros. Ist auch. Das ist wirklich geil. Ich hätte ja sowieso gerne. Gerade für Let's Plays und so ist ja eine Switch eigentlich Gold wert. Das sind so Fun-Spiele, die man geil so kaum Koop spielen kann. Aber. Daheim zocken wir auch. Smash Bros. Rauf und runter. Das geht so gut. Absolut. Ich bin auch großer Fan. Ich brauche nur einen Take. Das war je unspektakulärer die letzten Schläge immer sind, desto lustiger ist es auch. Das war ja auch gerne online, weil man dann am Ende steht er ja nur blöd rum und man kann quasi töten, wie man will. Mach ich auch am allerliebsten den klassischen Slap. Au! Das ist gut. Au! Oh, ich bring rein. Warte, ach shit, ich dachte, was war denn das jetzt für ein Move? Ich war neugierig, ich wollte wissen, ob ich, wenn ich Blocken gedrückt halte, die Explosion vielleicht nicht zieht. Kriegst du voll voraus, doch sie zieht. Ja. Super! Geht ja trotzdem noch. Yeah! Schöner finde ich. Am Meer! Yay! Das war eine schlechte Wahl. Gut, aber ich mag diese dramatische Pause. Die aber einfach irgendwo im Satz ist. Atme, Kind. Wie ist denn? Sie haben Mom, ne? Sonja. Ich hol sie. Gut aufgepasst. Jetzt. Ja. Sehr schnell. Sehr schnell. Sehr gut. Nein, da kann man einfach nicht alles mitkriegen. Das geht nicht. Pass auf sie auf. Wo sind diese Gewehre immer, wenn er im Zweikampf ist? Geiler Schnitt. Jetzt kommt jetzt so ein Monsterfahrzeug da raus, oder? So ein Panzer oder sowas. Ja. Super Herr, yes. Das machen Helden so, nicht mal ein Panzer. Oh, ja, Herr Batman macht das schon wieder. Ui, der ist aber wendig. Ich bin gerade. Soll doch. Schießen, Mensch. Jetzt hab ich irgendwie Leute zu überfahren. Das ist aber auch ein tolles Bild. Einfach abdrücken. Jetzt kann er doch schießen, Alter. Ja, das ist der perfekte Moment. Zwei Fliegen. Mit einer klappt. Mit einer Rakete. Was war, willst du ausweichen? Gibt's da keinen Schleudersitz? Also das war jetzt, der hat ja jedes Vertrauen von mir in den. Jetzt verloren. Vor allem so Raketen werden aus 10 Meter Entfernung abgeschossen. Der will mit dem Panzer, der maximal 5 km/h drauf hat, ausweichen.
Was war das überhaupt für ein Versuch? Das kann ich auch. Ja, das war cool. Also ich sehe so schlau von den Piloten auch gegen den Panzer. Was war das Ziel von dem Plan? Panzer! Kamikaze! Schickt noch ein weiteres Taxi. Ein Taxi war das. Taxi ist zu teuer, ich hol Blablacar. Fluchtversuch hat nicht funktioniert. Cyrex hat dich besiegt, als du jünger und stärker warst. Ich stehe über ihm und über dir. Du vergisst das eine Mal, als ich Shinnok im Zweikampf besiegt habe. Oh, warte, da warst du ja tot. Denn das auf einem sehr hohen Niveau. Haha, du bist tot. Das ist auch hier der zweite Song, ne? Ja. Der zweite Spruch. Die zweite Drohung ist, du stirbst erneut. Ha! Hier ist geil! Oh, Maya, Dieter! Einschlafen!